1934 war das Entsetzen in der Arbeiterschaft so groß, weil diese Zerschlagung des Aufstandes von 1934 hat natürlich eine Rückwirkung gehabt, dass die Arbeiter so entsetzt waren darüber, dass sind viele Schutzbündler nicht nur verhaftet wurden, sondern sie sind mit der Tragbare, weil sie verwundet worden sind sie zum Polen geführt worden und aufgehängt worden. Und das war innerhalb dieser Arbeiterbewegung, war so ein großes Entsetzen da und so eine große Enttäuschung war da. Es war doch so, dass die Arbeiter das Gefühl gehabt haben, also sie sind verraten worden, ja. Und dann hat es nichts gegeben und vor allem für die jungen Leute, wenn da nicht wer zu uns gekommen wäre, der sich um uns gekümmert hat, der dann mit uns sozusagen politisch was weitergemacht hat, es war nichts da. Und ich weiß nicht, ob nicht eine andere Entwicklung gegangen wäre, wenn sie um uns niemand gekümmert hätte. Weil der hat uns vor allem gesagt, ihr müsst viel lesen, dass ihr was wisst. Und ihr müsst politische Sachen lesen. Und ich muss da sagen, das war gar nicht so einfach. Ein Beispiel, wie die Arbeiterbewegung in Amerika lebt. Ich kann mich so gut erinnern, das hat er uns gebracht. Und das muss ich lesen. Ich habe oft müssen eine Seite dreimal lesen, bis ich sie verstanden habe. Aber da haben wir doch gelernt, dass man die Zusammenhänge in der Welt besser sieht. Nicht? Der Faschismus in Spanien, in Italien, in verschiedenen Staaten ist entstanden. Und vor allem die Gefahr, die in Deutschland entstanden ist, für uns in Österreich, die ist uns schon in der Zeit sehr bewusst gemacht worden.